Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls 3 Nachspielzeit, mitten im ersten DLC vor Friede und ihrem guten Papa. Ja, ich werde es, ich habe es gerade eben schon kurz gesagt, dem Chat. Wir probieren es einfach noch zwei, dreimal. Mal schauen, wie es läuft und eventuell mache ich auch noch ein bisschen was anderes, damit ich nicht immer nur am gleichen Boss hänge. Oh, da geht's schon los, ey, ne? Da geht's schon los. Zu 0 für Friede, ja. Aua. Der magische Overnight First Try. Ja, das wär's. Fidi. Ah, okay. Aber ich bin bei, in der dritten Phase bin ich ja noch nicht so richtig vorangekommen. No, 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 ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh, okay. Einfach mal draufhauen. Einfach mal draufhauen. Oh. Na, no, nee. Nee. Sag mal, ist es heute schon wieder lauter jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss jedes Mal wieder leiser machen. Ich habe immer das Gefühl, es ist zu laut.
Schade. Ja, finde ich allerdings auch, ey, dass das schade ist. Aber ich hätte mich auch sehr gewundert, weil ich einfach die dritte Phase noch nicht genug geübt habe. Lukas, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Welches Level? Ich glaube so fast 90. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na, fuck, ich bin voll aus dem Rhythmus raus. Okay. Puh, okay. Alles gut. Läuft. Ah. Ey, es ist einfach so assi, wenn sie unsichtbar ist, ne? Fluch! Das ist auch so eine Scheiße, ey. Ey, komm! Mann, ey. Nee, 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 nee. Passion One, sweep all thought of us from thy mind, as thou always have. Vor allem dadurch, dass es überall brennt und flammt und macht und tut, höre ich nicht, an welcher Stelle sie ist, wenn sie unsichtbar ist. Normalerweise, man kann es ja hören. Ich glaube, sehen kann man es nicht, aber man hört's.
Also mir wäre noch nicht aufgefallen, wie ich es sehen kann. Es wäre natürlich cool, wenn ich es irgendwie sehen könnte, aber... Schnauze, Lady. Du Bazi. Ah, jetzt kriege ich wieder nur aufs Maul, ey. No. Oh, knapp. Jawohl. Nicht gut. Thorsten, grüß dich. Das ist ein langer Text, den kann ich jetzt mal nicht so schnell nebenher lesen. Okay. Der Notarzt steht hinter dir. Du stehst quasi gerade zwischen Notarzt und Krankenwagen. Jetzt gerade. Okay. Ja, gibt's auch, ne? Ich check das nicht, wie ich diesem Ding ausweichen soll, richtig. Oder diesen Dingern da. Mist. Ich hab sie irgendwo gehört, da.
Nee, oh, Fluch. Du bist so eine Kaskade. Was kannst du eigentlich? Ah, ja. Und diesmal triggert es mich nicht so hart wie gestern Abend, als ich dann schon den, keine Ahnung wievielten Versuch hinter mir hatte. Leute, ey, ich habe hiermit mehr Probleme zu erkennen, was passiert und wie ich ausweichen soll, als mit dem Namenlosen. Scheiße, ich hab sie nicht gehört. Wow. Ah, lass mich doch anvisieren. Spiel! Ah. Ah, du meinst den Krankenwagen? Ach, war saudumm in dem Moment zu saufen. Blaulicht vorne und hinten. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen nervig ist. Aua. Nee, sie heilt. Shit, 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 shit. Ah, ich glaube, es ging noch durch. Mein Hit. Oh, okay. Man kann ihn... Okay. Man kann hier tatsächlich einen kompletten Stunlock hinkriegen. Das ist ja wild. Gut zu wissen. Ach, ich muss saufen. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie viel Damage mir der Blödsinn jetzt gleich hier macht, der mich wieder als erstes trifft. Okay.
No, no, no. Nein, shit. Ah, komm schon. Nein, nein, ah. Ah, ich habe mich gerade so gut gefühlt. Ah, das war aber auch einer der besten Versuche jetzt. Miku, hi, grüß dich. Hammer, dass ihr schon so schnell jetzt hier alle am Start seid, hey, mega. In den YouTube-Kommentaren stand drin, ich sollte mehr Digger sagen. Wurde heute kommentiert, ich soll öfter Digger sagen. Das wäre cool. Das würden die Kids von heute so machen. Und das hilft. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber ich komme jetzt auch in der dritten Phase besser klar. Ich muss ein bisschen näher an sie ran. Insgesamt in der dritten Phase. Nur zwischendurch muss ich mal weg. Nee, da klopft jemand an. Warum klopft da jemand an? Vermutlich die Kleine. Der kleine Zwerg. Mäuschen, was gibt's denn? Ah, ja, Moment. Ist gerade eben schlecht, Mausi. Ich komm nachher hoch. Oh, dass er mich da trifft. Okay, oder war das sie? Shit. Shit, shit, shit. Ich sehe nichts. Ich weiß nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Let's go. Puh. Thank you.
Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Da. Fluch. Nicht die Tekken-Moves jetzt hier auspacken. Shit. Na. Keine Zeit zum Saufen gehabt. Komm, das muss doch jetzt drin sein. Let's go, ey. Ich werde besser in der dritten Phase. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich will das jetzt schaffen. Heilung. Oh, nee. Oh. Muss er anfangen, Feuer zu spucken? Ah, so ein Mist. Das war das denkbar Schlechteste, was er hat tun können in dem Moment. Shit. Oh Mann, ey, jetzt hier schon Kriterien aufstellen für den Follower. Aber gut, klar, hast du, da ist ein gutes Recht. Thorsten, alles gut. Ich hab den Kappa schon verstanden. Nice. Das war ganz gut. Jetzt noch eine gute zweite Phase, wäre cool. Ungeschickt. Oh, da wollten sie beide, roll doch. Oh mein Gott. Oh. Thank you.
Aua. Minimal ärgerlich. Oh, shit. Ah, nee, die Heilung. Mist, das ist zu spät. Ich bin zu spät. Das ist nicht gut. Das läuft nicht gut gerade. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Nee, 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 nee. Ah, man, das ist so nervig. Ah, warum noch mal so ein Boss, wo so ein Riesenviech ist, das einem einfach jede Sicht nimmt? Ah. Ganz schlechter Versuch in der zweiten Phase gerade. Ganz schlecht gelaufen. Aber das war gerade auch, ja, ein bisschen Damage Gear. Ich wollte es schnell hinter mich bringen, die zweite Phase, und dann passiert halt sowas, ne? Ah, blöde Arschgeige. Man kann es nicht sehen, ne, wo sie steht, wenn sie unsichtbar ist. Keine Chance, das zu sehen. Man kann es wirklich nur hören. Und dann ist die Musik in der zweiten Phase so laut, dass man es in der dritten Phase so laut, dass man es nicht mehr hören kann, wo sie ist. Sollte vielleicht. Und die Flammen und alles. Vielleicht die Musik mal leiser stellen. Ja, irgendwo in der Ecke drin, man sieht wieder gar nichts. Ah.
Okay. Vielleicht fange ich auch einfach an, in der zweiten Phase die zu verprügeln statt ihn. Aber er ist halt so super easy eigentlich. Nur wenn sie da in der Nähe noch ist, ne? Na, Schande. Ey, ich hab gedrückt, ich habe Ausweichen gedrückt und er hat mich zweimal getroffen. Ich habe zweimal Ausweichen gedrückt und ich wurde zweimal von seiner Schüssel getroffen. Ah. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine B-Taste nicht mehr so richtig will. Oder ich habe einfach absolut den falschen Moment. Ach ja. Shitty, schon wieder, ne? Er trifft mich einfach wieder zweimal, obwohl ich im Ausweichen eigentlich genau im richtigen Moment Ausweichen drück. Oh nee. Scheiße. Das ist doch jetzt der beschissenste Moment, dass du hier anfängst, Feuer zu spucken, ey. Warum bist du auf einmal so gut darin, diesen Moment abzupassen? Das ist doch Schande. Schon wieder viel zu viel saufen müssen hier in der zweiten Phase.
Ah, Mann, nur noch 5 Plakons. Oje, 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 oje. Schon wieder. Und ja. Oh. Jetzt fängt es mich wieder an zu nerven. Jetzt fängt es mich dann wieder an zu nerven. Lass mal schnell einen anderen Boss killen. So ein One-Hit-Ding. So ein One-First-Try-Ding. Hängebrücke. Hier ist doch eine Hängebrücke, oder? Hier. Wie mache ich? Was muss ich hier tun? Da hinten rein, oder wie? Nee. Ich hätte da vielleicht nicht draufstehen sollen für... Ich hätte vielleicht nicht da draufstehen sollen. Oh Mann. Von welcher Seite muss ich denn runterklettern? Von der oder von der anderen? Von der anderen wahrscheinlich, ne? So wie es gerade aussah? Nee, von der hier. Von hier, ja. So. Ah, hier, ach, hier komme ich zu dem Baum. Okay, guck mal an. Ja, da wäre ich jetzt wahrscheinlich so erstmal nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ziemlich sicher. Hätte ich das verpeilt. Ey! Bazi. Ah, eine Glut. Nett. Was soll denn das hier eigentlich? Wer ballert hier mit riesigen Pfeilen auf mich? Ah, Thorsten, herzlichen Glückwunsch, oder? Da warst du ja aber wirklich ganz knapp vor daheim, ey. Pause von Friede, ja, richtig. Einfach mal was anderes sehen. Weil jetzt nervt sie mich dann langsam und jetzt werde ich angepisst. Jetzt muss ich mal schauen, was hier sonst noch so geht. So, ich versuche jetzt hier relativ zügig einfach nach unten zu kommen. Da hinten war schon nicht schlecht, aber gibt es hier irgendwie noch einen schnelleren Weg? Nee, ne? Nee, ich muss da hinten rum. Okay. Oh. Was hat er eigentlich für einen wilden Bogen? Der explodiert ja.
Oh, nicht Feuerspeien. Holy shit, nein! Ja, ich werde es euch schon zeigen im Chat. Mal gucken. Mal schauen. Ich hoffe, ich habe mich da auch nicht zu sehr aus dem Fenster gelehnt, aber vielleicht ist es ja etwas, wo ich mehr predikten kann und die Attacken besser sehe, als bei dieser Friede am Ende, die letzte Phase, wobei ich ja jetzt mittlerweile schon echt dahinter gekommen bin. Mit dem anderen. Ja, ich wollte, genau in dem Moment wollte ich auch ausweichen. Ja, nee, du, lass mal. Keine Lust auf große Wikinger. Hier oder hindreh? Nervt ihr mit euren Bögen? Was ist das hier, eine Krabbe? Ach Gott, hier sind Krabben. Nee! Ach so, okay. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Sieht irgendwie nicht so richtig aus. Ey, Alter, what the fuck? Seit wann machen die so viel Schaden, ey? Was ist denn mit ihr? Heiliger Strohsack. Ultrabaum, ja, allerdings, ey. Wow, okay. In dem Fall geht's in die andere Richtung. Also links rum, nicht rechts zum Baum. Da habe ich jetzt irgendein Gefrierzeug bekommen. Eiszauberei. Die ich sowieso nicht benutzen kann. Oh, ist das zu tief? Nein, es passt. Ah, weg von dem Pfeil! Mogelbaum. Was ist denn Mogelbaum? Nee. Können wir bitte nicht mit Wölfen kämpfen? Das ist voll mies.
Grab? Nee. Musst du so dämliche Ads haben, ey. So, jetzt zu dir. Ich habe das Gefühl, hier könnte ich ein Schild brauchen, tatsächlich. Ja. Hier brauche ich ein Schild. Vielleicht auch nicht. Können wir nicht einen Grabhüter Großwolf bitte beschwören? Ich stehe nicht so auf Wölfe. Ja, genau. Und jetzt magiert er sich einen rein. Ach Mann, warum seid ihr denn auch zu zweit? Das ist doch... Also... So, jetzt zu dir, Wölfchen. Die dämliche Wolf-Attacke, ey, die ist auch so grausam. Ja, ist ja gut. So was Befeuertes. Ich find's nicht cool. Das ist scheiße. Mann. Drei Phasen bei dem einen, zwei Gegner bei dem anderen. Habe ich das so gesagt? Okay. Doch lieber Friede, ey. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und vor allem muss ich da jedes Mal da runterlatschen. Das ist doch scheiße. Der Weg ist voll dumm dahin. Okay, nope. Ich sollte vielleicht sollte ich mich da unten mal umschauen. Und nicht einfach vorbeirennen. Augen auf beim Eierlauf, ja. Ach, guck mal an. Okay. Gut. Och Mann, jetzt muss ich den...
Also das hat ohne Schild eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich einfach so viel Schaden rausknüppel an den hin. Kann ich irgendwie seine Wölfchen vielleicht zuerst ein bisschen abpassen irgendwo? Die drei? Du hast mich schon bemerkt. Wo kommt ihr her? Da. Meister Grabhüter. Warum hat er so ein komisches Logo bei sich vorne am Bossbalken? Das hatte doch sonst bisher keiner, oder? Oder war es mir einfach nur nicht aufgefallen? Um zu zeigen, dass er ein Meistergrabhüter ist, ja. So, hier wird sich keiner rein, Magit. Nee. Ach, scheiße, ich war zu spät. Gut, easy. So, Herr Wolf, jetzt muss ich lernen, wie deine Angriffsmuster sind, weil die so wüst sind. Hör auf, bitte. Boah, er wird noch eine Nummer schneller. Er wird noch eine Nummer schneller. Und eist mich auch noch ein. Jetzt wird's eng. Ach, geht doch. Nice. Heldenknochen und Nobelherz. Okay. Nice. Ja, das ging gut klar. Aber was ist das hier? Schwert, ich würde dich gerne looten. Aus deinem Grabstein raus looten. Danke, Leute. Danke. Ja, und nu? Ah, Leuchtfeuer.
Okay. Ja, ja, mein langer Balken. Hier gab's, glaub, nichts mehr, ne? Nee, würde sagen, das war's erstmal. Ariandelkapelle. In der nächsten Folge. Twitch bleibt dran. Es geht auf jeden Fall noch weiter heute, aber YouTube. Einen Boss besiegt. Ich sag danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Genau. Tschüss.